Sie sind hier, 13. Oktober 2018, 19.50 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Rune Damke L. siegte mit Kiel bei den Rhein-Neckar Löwen um Patrick Grütz. Die Urheberrecht Getty Images Mannheim. Im Spitzenspiel der Handball-Bundesliga setzt der THW Kiel ein Ausrufezeichen und gewinnt bei den Rhein-Neckar Löwen. Eine starke Abwehrleistung ist die Basis. Der deutsche Rekordkampion THW Kiel hat seinen ersten Big Point dieser Bundesliga-Saison gesetzt und das Topspiel der DKB-HBL bei Vizemeister Rhein-Neckar Löwen gewonnen. Die Norddeutschen setzten sich am Samstag in Mannheim mit 27:24, 11:12 durch. Es war der 6. Sieg in Folge für Kiel und der 1. gegen einen Titelkandidaten nach den Niederlagen bei Meister SG Flensburg-Handewitt und dem SC Magdeburg. Wenn wir auch hier verloren hätten, dann hätten alle gesagt, dass es vorbei ist, sagte THW-Trainer Alfred Gislason. Jetzt sofort vom Titel zu reden, ist auch Unsinn, aber dieser Sieg bringt uns sehr viel Selbstvertrauen. Wir haben schwierige Phasen durchgestanden. Kiel, 16:4 Punkte, festigte damit den 3. Platz hinter dem Spitzenduo Flensburg, 18:0 und Magdeburg, 18:2. Die Löwen, 13:3, sind mit 2 Spielen weniger Fünfter. Service, die Tabelle der DKB-HBL. THW-Trainer Alfred Gislason hatte angesichts des bisherigen Saisonverlaufs von einem extrem wichtigen Spiel gesprochen und sein Team erwischte den besseren Start. In der 3. Minute lag Kiel mit 2:0 in Front, es sollte aber der einzige 2-Tore-Vorsprung der ersten Halbzeit bleiben. Beide Teams begegneten sich mit konzentrierter Abwehrarbeit auf Augenhöhe. Nach knapp 15 Spielminuten stand es gerade erst 4:4. Kurz vor der Pause traf Löwenspielmacher Andy Schmidt zur umjubelten Führung. THW mit starker zweiten Hälfte mit Schwung kam danach allerdings nur Kiel aus der Kabine. Mit 5 Treffern in Folge sorgte Gislasons Mannschaft für Ernüchterung in der Mannheimer Halle, angeführt vom mit 6 Treffern besten Torschützen Harald Reinkind. Einem Ex-Löwen reichte es am Ende zum Sieg. Jannik Kohlbacher und Schmidt, jeweils 6, waren für die Löwen die erfolgreichsten Werfer. Der Live-Ticker zum Nachlesen von Sportinformationsdienst.